Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Das heutige Video hatte ich schon länger in Vorbereitung, ist aber durch irgendwelche Umstände irgendwann in Vergessenheit geraten. Aber eine Schwester in Jesus hatte diesbezüglich nochmal nachgefragt und dann fiel es mir wieder ein, dass ich dieses Video schon seit geraumer Zeit in der Pipeline hatte quasi. Deswegen heute also das Thema, wie hört man Gott besser? Viele Menschen, nicht nur Christen, fragen mich oft, wie macht man es, dass Gott zu einem spricht? Wie klingt seine Stimme? Warum scheint Gott zu manchen ständig zu sprechen und zu manchen sehr selten oder auch gar nicht? Vor einigen Jahren machte ich mal ein Video mit dem Titel Warum spricht Gott nicht zu mir? Wo ich eine ähnliche Thematik schon einmal zumindest angekratzt hatte. Aber das ist einige Jahre her, seitdem hat sich viel getan und meine eigene Beziehung zu Gott hat sich natürlich weiterentwickelt. Ich selbst bin durch knallharte Zeiten gegangen und habe in dieser Zeit oder gerade in dieser Zeit durch den Weg voller Dornen habe ich viele Erkenntnisse gewonnen, für die ich Gott sehr dankbar bin. Denn viele Erkenntnisse konnte mir Gott erst geben oder hat Gott mir erst gegeben, als ich in absoluten Momenten des Schmerzes oder des Leids war. Denn ich denke, auf andere Art hätte ich diese Erkenntnisse oder diese Lehren auch nicht verstehen können. Genau jetzt wird es bereits einige Christen geben, die diesen Vorgang kaum nachvollziehen können, weil sie nach wie vor glauben, dass sobald man Christ wird, das komplette Leben sich in einen Permanenturlaub am weißesten Strand der Welt verwandelt. Aber das ist natürlich nicht das, was Jesus uns vorhersagte. Er sagte uns das genaue Gegenteil voraus. Ich kann nur für mich sprechen, ich habe es in meinem Leben genauso erlebt. Es ist so eine Art, auf der einen Seite verliert man, auf der anderen Seite gewinnt man. Man verliert Freunde, Bekannte, Kollegen, auch Familienmitglieder, weil viele es einfach nicht verstehen oder nachvollziehen können, was es wirklich heißt, mit Jesus zu gehen. Und die Menschen, die es nicht verstehen, werden dann oft irritiert, auch beleidigend, oder sie wenden sich von uns ab. Sie halten uns für Psychopathen, sie halten uns für verrückt. Aber das ist nicht das Einzige, was man verliert. Man verliert auch, wenn man wirklich Gott liebt, verliert man nach und nach die Lust auf dieser Welt. Man verliert die Lust auf den Dingen dieser Welt. Das kann je nach Person ein abrupter Vorgang sein. Meist ist es jedoch ein eher schleichender Prozess. Zum Beispiel bei mir verschwand sofort die Lust auf Alkohol. Das war nicht selbstverständlich, denn damals trank ich eine große Menge und ich trank auch sehr gerne. Ohne es zu beschönigen, das ist nicht meine Art. Ich muss sagen, ich war auf dem besten Weg dahin, ein depressiver Alkoholiker zu werden. Das war der Plan, den Satan sich für mich ausgedacht hatte. Aber zum Glück konnte ich damals meinem Vater vergeben, kurz bevor er starb. Gott sah es in meinem Herzen und das änderte auf spiritueller Ebene sehr, 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 sehr viel in meinem Leben. Die Verbindung zu meinem irdischen Vater war dadurch gekittet und so konnte Gott auch die sehr fragile Verbindung zu mir zwischen uns beiden kitten. Viele wissen es nicht, aber ich hatte damals oder vor Jahren, vor vielen Jahren, schon als Nichtchrist, hatte ich eine Liebes-Hass-Beziehung zu Gott. Und es gibt keine Zufälle.
Genau diese gleiche Beziehung hatte ich auch zu meinem irdischen Vater. Bevor Gott zum allerersten Mal oder eines der ersten Mal, woran ich mich erinnern kann, deutlich zu mir sprach, es war im Jahre 1999 und zwar circa eine Woche vor Weihnachten, da stand ich nach der Trennung mit meiner Ex völlig allein am Bahnhof, den Koffer in der Hand, Tränen in den Augen. Und damals schaute ich zum Himmel und ich sprach einen Fluch aus und quasi verfluchte ich mich damals selbst, indem ich zu Gott rief und ihm sagte, dass ich ihn hasste. An sich hätte bereits dort für mich für immer Feierabend sein können. Gott hätte mich fallen lassen können, hätte mich verwerfen können und meine ganze Existenz wäre keinen Pfifferling mehr wert gewesen und ich hätte es verdient. Ich habe es damals natürlich nicht verstanden, denn ich hatte meine Ex geliebt, ich hatte gekämpft, gekämpft bis zum Grad der totalen körperlichen und mentalen Erschöpfung und darüber hinaus. Und am Ende hatte ich festgestellt, dass alles nicht, egal welche Anstrengungen ich auch an den Tag legte, es war alles nicht gut genug gewesen. Ich hatte mich komplett verausgabt, mich leer geliebt. Da, man kennt ja die Geschichten, gemeinsame Zukunft, gemeinsame Pläne für gemeinsame Kinder, Pläne für ein gemeinsames Haus, Job, alle Pläne aus und vorbei. Und damals musste ich zurück zum Haus meiner Eltern und ganz von vorne anfangen. Was ich damals nicht wollte. Mein Gemütszustand war damals folgender. Wie kann ich ihn am besten beschreiben? Ja, der. Also hätte mich am Bahnhof damals ein Blitz niedergestreckt, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt gewesen. So in diesem Gemütszustand war ich ungefähr. Naja, da saß ich nun im Haus der Eltern, in meinem alten Zimmer, sah aus dem Fenster. Ich sah auf den Straßen Menschen, wie sie Pläne machten für Weihnachten, wie Menschen lachten, wie Menschen glücklich waren. Und ich selbst saß da wie erstarrt. Und noch niemals zuvor hatte ich mich in diesem Moment damals so einsam, so allein und auch so verloren gefühlt. Innerlich war ich völlig zerbrochen. Und ich saß in meinem Zimmer und führte sogar Selbstgespräche. Und ich kann mich erinnern, meine Worte waren in der Art, warum muss all dieses Unglück immer wieder mir passieren? Und es war genau dieser Moment, wo Gott zu mir sprach. Und es war nur ein kurzer, aber extrem prägnanter Satz. Und die Worte waren: Was passieren soll, wird passieren. Dieser Satz, der gab mir damals etwas Trost. Und innerlich erkannte ich, dass Gott mich scheinbar doch noch nicht aufgegeben hatte. Obwohl ich ihm für mein verhunztes Leben damals die Schuld gegeben hatte. Aber es zeigt, wie unbeschreiblich groß oft die Gnade Gottes ist und wie für uns unergründlich seine Wege sind. Und ich lebte weiter. Und meine Hoffnung darauf, dass am 31.12.1999 die Welt untergehen würde, wurde natürlich zerschlagen, als ich am 1. Januar 2000 dann aufwachte morgens. Und feststellen musste, dass ich irgendwie weiterleben musste. Aber ich vergaß nie den einen Satz, den Gott zu mir gesprochen hatte. Aber was erstaunlich war, ich änderte zunächst nichts an und in meinem Leben. Ich wurde damals noch kein Christ. Ich überdachte kaum etwas. Ich war nach wie vor ein verbitterter Mensch und es dauerte über 10 Jahre, bis ich noch einmal die Stimme Gottes hören sollte. Damals wusste ich auch nicht viel vom Beten. Ich kannte das Vaterunser. Das war das einzige Gebet, das ich, glaube ich, kannte damals. Aber ich weiß, dass es im Haus meiner Eltern einige Bibeln im Regal gab. Und hin und wieder nahm ich auch mal eine davon aus dem Regal, las ein wenig darin, verstand nichts.
fand langweilig zum größten Teil, was ich dort las, stellte die Bibeln zurück ins Regal und lebte weiter mein Leben. Aber eine Sache war mir damals schon klar, auch wenn ich die Bibelstelle gar nicht kannte. Ich wusste eine Sache: Gott erhört die, die gebrochenen Herzens sind. Und wenn man in einem Zustand des absoluten Elends ist und Gott anruft, dann wird er antworten. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen war, als ihr zum ersten Mal Gott gehört habt. Aber Fakt ist, Gott spricht zu fast jedem Menschen irgendwann in seinem Leben. Und zwar nicht nur einmal, sondern häufiger. Und es gibt tausend Gründe, warum die Menschen es nicht hören oder überhören. Aber man kennt solche Situationen. Es gibt Menschen, die in ein Flugzeug steigen wollen, wollen irgendwo hinreisen und plötzlich halten sie inne, haben ein merkwürdiges Gefühl oder ein Gedanke im Kopf oder hatten in der Nacht zuvor einen Albtraum von einem abstürzenden Flugzeug oder was auch immer. Und sie steigen nicht in das Flugzeug und später hören sie dann, das Flugzeug ist abgestürzt. Das war Gott. Und das, dieser Gedanke oder dieser Traum, das war auch Gottes. Das war die Stimme Gottes. Natürlich gibt es auch Täuschungen vom Feind, von Satan. Ich kannte zum Beispiel Menschen, die sich für Engel hielten. Sie glaubten oder sagten, Gott hätte es ihnen bestätigt und ihnen gesagt, spring doch aus dem Fenster, du bist ein Engel. Du kannst fliegen. Das ist nicht die Stimme Gottes, sondern Satan. Oder die Stimme eines seiner Dämonen und unreinen Geister. Denn Gottes Stimme klingt nicht direkt wie eine Stimme, Gottes Stimme klingt wie eine Offenbarung. Als Beispiel, nehmen wir irgendein wahlloses Beispiel, damals als eure Frau 4 Wochen im Urlaub war und ihr in der Stadt eine hübsche Frau traft, die bereit war, mit euch ins Bett zu gehen. Und sie euch sagte, es müsse ja niemand wissen. Und ihr wolltet auch erst mitgehen, aber kurz davor hattet ihr ein merkwürdiges Gefühl, eine Stimme in eurem Kopf. Und ihr lehntet ab, weil etwas in euch sagte, dass es falsch wäre. Das ist die Stimme Gottes gewesen. Und ganz viele Menschen überhören in solchen Situationen diese Stimme und sie werden mitgegangen und hätten der Verführung Satans nachgegeben. Und wenn man der Stimme der Verführung nachgibt, dann passiert es, dass die Stimme Gottes immer leiser wird, bis man sie irgendwann gar nicht mehr hören kann. Und ähnliche Situation habe ich schon in meinem letzten Video angesprochen, denn viele Christen hören Gott zuerst laut und auch sehr klar. Dann kommt der Ruhm in ihrem Leben. Sie bekommen Applaus, sie bekommen Shows im Internet, sie bekommen Shows im Radio, die Welt ruft, sie heiraten einen Partner, den eigentlich Gott nicht für sie auserkoren hatte. Und sie leben und lieben die Welt oder haben Shows im TV. Und sie hören irgendwann nicht mehr darauf, was die Stimme Gottes sagt, sondern sie hören die Stimme des weltlichen Erfolgs. Ruhm nennt man das. Und oder wenn der Rubel anfängt zu rollen, eines Tages sind sie so reich, aber auch gleichzeitig innerlich total zerrissen. Denn plötzlich hören sie nichts mehr von Gott. Und viele wundern sich, warum das so ist. Es ist so, weil sie aufgehört haben, der Stimme zu vertrauen und zu folgen. Und stattdessen sind sie der Verlockung, der falschen Stimme gefolgt. Und es ist die gleiche Art von Verlockung, die wir inzwischen in jeder Werbung, in jedem TV-Spot hören. Es geht immer gleich. Alles ist so, wie ich es will, wann ich es will, wo ich es will, wie ich es will. Und das ist nicht der Weg von Jesus. Es ist der Weg Satans. Tu, was du willst, ist purer Satanismus. Das ist der Leitspruch des Satanismus.
der in der Welt und in den Medien, sagen Medium, in den Medien salonfähig gemacht wurde, ohne dass der Großteil der Menschen es überhaupt merkt. Keiner weiß es. Aber es hört sich cool an. Alles so, wie ich es will. Hört sich für das Volk gut an. Aber bei Gott heißt es, alles, was man tut, tut man nicht für sich selbst, sondern man tut es für andere. Man gibt sich auf für andere. Ich gebe für den, der weniger hat als ich. Ich lebe für jemand, der meine Hilfe braucht. Und nicht umgekehrt, wie es bei Satan nun mal ist. Ich lebe für mich. Alles, was ich tue, alles, was ich gebrauche, alles, was ich erlebe, ist und gilt zu meinem Vorteil. Und es gilt meinem Zweck. Die Selfie-Generation. Was ist für mich drin? Wie sehe ich heute aus? Wie wirke ich? Wo bleibe ich? Was fällt für mich ab? Wo ist mein Stück Kuchen? Und wehe, mein Stück Kuchen ist nicht das größte Stück. Wie höre ich Gott also besser? Ich kannte einen sehr guten Christen, der bat Gott in einem Gebet darum, ihn einmal durch die Augen von Jesus Christus sehen zu lassen. Und Gott erfüllte ihm diese Bitte, seine Bitte. Und dieser Mann war danach nie wieder derselbe. Er weinte plötzlich sehr viel. Es war etwas sehr Trauriges an ihm, denn Gott hatte ihn wirklich durch die Augen von Jesus sehen lassen. Und was er sah, war Dunkelheit, Schwärze in dieser Welt, den Egoismus, die Boshaftigkeit der Menschen, die Gottlosigkeit. Und durch die Augen von Jesus sah dieser Mann, dass die meisten Christen, spirituell gesehen, alle Öllampen bei sich trugen, die leer waren, die kein Öl in sich hatten. Wie in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und er sah durch die Augen von Jesus, dass die Kirche, also wir alle, alles andere als eins waren, sondern zerstritten und getrennt. Er sah auch durch die Augen von Jesus, dass es Länder gab, die Gott bereits jetzt schon zur absoluten Vernichtung ausgewählt hatte. Ähnlich wie bei Sodom und Gomorra. Wir sollten also ganz vorsichtig sein, worum wir Gott bitten. Denn sind wir wirklich bereit für die Wünsche, die Gott uns erfüllen könnte? Denn Gott zu hören bedeutet auch, dass euer Leben in dieser Welt von da ab härter werden wird. Und ihr werdet mehr weinen, denn ihr werdet alles auf geistiger Ebene sehen und verstehen. Und das, was ihr dort sehen werdet, ist nicht so toll, wie euch die weltlichen Kirchen und Gemeinden gerne weismachen möchten. Und ihr werdet auch verstehen, dass ihr von Gott nicht alles auf einem silbernen Tablett serviert bekommt. Viele Versprechungen aus der Bibel, die sind mit einer Voraussetzung verknüpft. In Form von, wenn wir etwas von Gott erhalten müssen oder wollen, müssen wir dies und jenes erfüllen. Zu viele Christen und Gemeinden predigen heute dieses Wohlstandevangelium. Wir brauchen rein gar nichts tun. Alles geschieht aus Gnade. Wir selber müssen nichts, kein Finger krumm machen, weil das ist eine Irrlehre. Schauen wir alleine in die Offenbarung hinein. Die 7 Sendschreiben an die Gemeinden. Alle 7 davon sind If-Then-Schreiben. Auf Deutsch, Gott verlangt dies und wird, wenn wir dies tun, Folgendes erfüllen. Kleines Beispiel. Offenbarung 2 ab 4. Tue Buße und tue die ersten Werke, wo aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte. Was sagen diese Leute dazu, die immer sagen, einmal gerettet, immer gerettet? Hört sich das nach einmal gerettet, immer gerettet an? Finde ich nicht. Oder Offenbarung 2,26. Wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Das heißt, bis ans Ende seine Werke tun. Da steht nicht unsere Werke.
Und da steht auch gar keine Werke, da steht seine Werke. Ist nichts mit Gnade. Die Gnade rettet uns, aber Werke halten uns gerettet. Die folgen dann. Unsere Werke für Gott sind Zeichen dafür, dass wir in seiner Gnade sind. Offenbarung 3,3. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich kommen werde. Oder Offenbarung 3,12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist immer mit einer Bedingung verknüpft, und zwar, wer überwindet. Wir sehen also, unser Lohn ist immer mit einer Bedingung verknüpft. Ausharren, überwinden, Gold kaufen, die früheren Werke zu tun und so weiter. Erst dann wird uns erlaubt, auf dem Thron mit ihm zu sitzen und so weiter. Und dieses Prinzip finden wir aber nicht nur in der Offenbarung, sondern wir finden es in der gesamten Bibel. Halten wir also zunächst schon mal einmal fest: Gott hören und finden wir in der Stille. Und zwar, wenn wir gebrochenen Herzens sind. Nicht, wenn wir mit 100 Mann in einer Gemeinde singen und tanzen. Das, was ihr da spürt, ist nicht Gott. Und es ist auch nicht der Heilige Geist, sondern es ist ein Adrenalinschub. Ähnlich wie bei einem Rockkonzert. Es sind pure weltliche Emotionen. Und nicht in der Ekstase finden wir zu Gott und hören auch nicht seine Stimme, sondern im allertiefsten Schmerz können wir seine Stimme hören. Wenn ein Kind von uns gestorben ist, wenn ein Familienmitglied gestorben ist und so weiter. Und so hat es Jesus uns auch aufgetragen. Selbstverweigerung, Kreuzigung des alten Ichs. Deshalb sagt er uns, dass wir unser eigenes Kreuz täglich tragen sollen. Aber was können wir noch tun, um die Stimme Gottes besser zu hören? Ganz wichtig, die Zunge im Zaum zu halten. Ein ganz, ganz großes Problem, auch unter Christen, ist das ständige Gerede über andere. Das ist nämlich der Python-Dämon, die Schlange, die Gewalt über unsere Zunge hat. Insbesondere sehe ich das auch bei ganz vielen YouTube-Christen, nicht nur hier in Deutschland. Die haben diesen Python-Dämon. Und ich spreche auch damit die Damen und Herren an, die ständig Videos über Mitchristen machen und sich einbilden, sie würden es im Namen Gottes tun. Aber in Wirklichkeit ist alles, was sie tun, ist ihrem Python-Dämon, ihrem Python-Geist noch mehr Kraft zu geben. Sie sind wie Waschweiber und sie werden niemals die Stimme Gottes hören, wenn sie nicht lernen, ihre Zunge im Zaum zu halten. Dazu gehören aber auch die Christen, die ständig fluchen, die sich ständig einer Fäkalsprache bemächtigen. Ganz große Vorsicht ist da geboten, denn Jesus sagte, was in unserem Herzen ist, das kommt zum Munde heraus. Und das ist, was uns verschmutzt. Ein Christ, der redet wie die Welt, hat genau das im Herzen, die ordinäre Welt. Weiter im Text. Bittet Gott, euch mehr von Jesus zu geben und weniger von euch. Ich benutze immer gerne dieses Bechervergleich. Das Gelbe seid ihr. Das müsst ihr ausschütten. Oder ihr müsst Gott bitten, es für euch auszuschütten, damit Jesus reinkommt. Und nicht unser Intellekt oder das, was wir glauben zu wissen. Das muss alles raus. In viel zu vielen Predigten höre ich nämlich ständig me, myself and I. Ich und ich selbst. Ich bin wertvoll. Gott liebt mich. Betet um weniger ich, um weniger Satan und um mehr Jesus. Und auch dann werdet ihr die Stimme Gottes häufiger und auch deutlicher hören. Und eine sehr, sehr wichtige Frage solltet ihr euch selbst stellen.
Und zwar, warum überhaupt will ich die Stimme Gottes deutlicher und häufiger hören? Es gibt auch falsche Gründe dafür. Will ich mich selber als heilig darstellen vor andere? Will ich eine Karriere starten? Will ich Bücher darüber schreiben, warum Gott zu mir spricht? Oder will ich Gott besser hören, um wirklich ihm zu gehorchen, ihm zu dienen? Denn das genau sollte die einzige Motivation sein. Und oft können es auch die klein erscheinenden Dinge sein, die dafür sorgen, dass ihr Gott besser und häufiger hört. Vielleicht will Gott nicht immer, dass ihr direkt komplette Berge versetzt oder gleich Tote zum Leben erweckt. Vielleicht will Gott auch einfach mal, dass ihr ein Pack Sandwiches kauft, sie mit Marmelade und Erdnussbutter bestreicht, loszieht und sie an Menschen verteilt, die nichts zu essen haben. Vielleicht will Gott, dass ihr euren Kleiderschrank leer räumt und jemand etwas zum Anziehen gebt. Vielleicht will Gott, dass ihr eines eurer 10 Paar Schuhe jemandem auf der Straße gebt. Vielleicht jemand, der nur ein zerrissenes Paar an den Füßen hat. Oder vielleicht will Gott auch, dass ihr euer nagelneues Paar Schuhe jemandem gibt, der keine Schuhe hat. Eine weitere Sache wäre noch wichtig zu erwähnen. Meist hat es nämlich einen Grund, warum Gott zu manchen Menschen kaum spricht oder gar nicht spricht. Denn Gott kennt die Herzen der Menschen und er weiß, dass nicht jeder dazu bereit ist und ihm nicht komplett gehorchen wird. Was zum Beispiel ist, wenn ihr darum betet, dass Gott ständig oder häufiger zu euch spricht, was ist, wenn Gott euer Gebet erhört und Gott von euch Dinge verlangt, die nicht in euer Lebensplan passen? Was ist, wenn Gott von euch verlangt, dass ihr euer neu gekauftes Haus verkauft und euch stattdessen einen Wohnwagen besorgt und damit durch die Welt zieht, um das Evangelium zu verkünden? Oder was ist, wenn Gott von euch verlangt, euer komplettes Hab und Gut zu verkaufen und es jemand zu geben, der es nötiger hat als ihr? Was ist, wenn Gott von euch verlangt, die Megakarriere und euren Megajob aufzugeben und euer komplettes Leben dafür opfert, ihm zu dienen? Was ist, wenn Gott euch sagt, dass der Mensch, mit dem ihr verheiratet seid, nicht eure Rippe ist und nicht der Mensch ist, den Gott für euch vorhergesehen hatte, und er euch sagen könnte, ihr sollt euch von diesem Menschen trennen? Nicht jeder Mensch und bei weitem nicht jeder Christ ist dazu bereit, komplett alles für Gott aufzugeben. Und weil Gott genau das weiß, und er weiß, wer dazu bereit ist und wann. Und deshalb spricht er zu manchen Menschen laut, zu manchen Menschen häufig, zu den anderen eher selten oder gar nicht. Denn Gott weiß ganz genau, wie viel ihr bereit seid, für ihn aufzugeben. Und deshalb sollte jeder sich erst einmal selbst hinterfragen: Wollt ihr wirklich die Stimme Gottes hören? Oder ist eure Liebe für die Welt und den Dingen der Welt doch noch weitaus größer, als ihr euch zugestehen wollt? Vielleicht ist sie weitaus größer als eure Liebe für Gott. Und wenn ich mir so die Christenscharen auf Facebook und im Netz anschaue, dann sehe ich dort fast nur Menschen, die zwar mit dem Mund Gott jeden Tag preisen, aber auch das nur, weil sie in ihrem Privatleben in Saus und Braus leben, weil ihr derzeitiges Leben ein pures Schlaraffenland ist. Harley fahren, Urlaub, neues Auto hier, neues Auto da, Pina Colada am Strand, Party 24/7, 7 Tage die Woche. Und sie preisen Gott, klar. Aber wie sieht es aus, wenn diese Menschen auch nur einen einzigen Tag wie Hiob leben müssten? Würden sie dann auch noch Gott preisen? Also der Schlüssel ist unter anderem Aufopferung für die Menschen, die weniger haben. Habt ihr im Überfluss, gebt denen, für die nicht jeder Tag Freitag ist.
redet nicht nur von Selbstlosigkeit, sondern lebt Selbstlosigkeit. Und dann werdet ihr Gott deutlicher hören. Aber es geht noch weiter. Wenn ihr bereits Gott sehr gut hört, wenn ihr Geistesgaben habt, wenn ihr Erkenntnisse habt, wenn ihr Hände auflegen könnt und Menschen in Jesus Namen von unreinen Geistern befreien könnt, dann überlegt euch mal, ob ihr bereits bereit seid für Folgendes. Ihr seht jemand, einen gequälten Menschen, ein Mensch, der nichts hat, der zu Jesus kommen möchte, aber der nichts hat. Seid ihr bereit, Folgendes zu tun? Zum Beispiel jemand, der komplett von Dämonen gefesselt ist, der schwach ist und am Boden. Seid ihr bereit, zu ihm zu gehen, ihm die Hände aufzulegen und zu Gott zu beten, dass Gott all das Gute, was in eurem Becher ist, die Geistesgaben, die sich in eurem Becher befinden, die Weisheit, die Erkenntnis, all das zu nehmen und es dem zu geben, der nichts hat. Auch auf das Risiko hin, dass ihr all diese Gaben danach nicht zurückbekommen werdet. Dass sie nicht zu euch zurückkommen. Könntet ihr das? Seid ihr so selbstlos, dass ihr für so etwas beten könntet? Wenn ja, dann kann ich euch versprechen, dass Gott sehr laut und deutlich und häufig zu euch sprechen wird. Und ihr werdet eine Beziehung zu ihm haben und mit ihm haben, die euch erfüllt, wie absolut nichts in dieser Welt, nichts Vergleichbares auf dieser Welt. Kein Mensch, kein Tier, kein Partner, keine Beziehung, kein Geld, kein Haus und keine Droge kann diese Beziehung auch nur im annähernsten erreichen. Und was ihr da spürt, das ist dann echte Freiheit, echter Frieden und echtes Einssein mit Jesus und mit seinem Vater. Sehr wenige haben diese Beziehung zu Jesus. Viel zu wenige haben diese Beziehung zu Jesus. Und doch sollten wir alle genau diesen Zustand anstreben. Und dies ist das Evangelium, welches ich heute mit euch teilen möchte. Und ich hoffe und ich bete, dass in diesem Video etwas dabei war, was genau jetzt in diesem Moment irgendjemand da draußen gebrauchen konnte. Möge Gott euch ganz reichlich segnen. Bis zum nächsten Video. Ciao.